Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Verteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, für einige wird es wahrscheinlich schon eine ganze Weile her sein, dass die letzte Folge kam. Das heißt eine Weile, ein bisschen. Andere werden sich denken, weil sie erst vor kurzem angefangen haben, die Folgen kommen doch jetzt gerade hintereinander. Ja, das hier ist jetzt sozusagen eine Art Vorgeschmacksankündigung. Es geht nämlich weiter mit Castle Story. Yay. Darüber dürften sich ein paar Leute freuen, weil ich habe ein paar Kommentare gekriegt, dass Leute gefragt haben, wann ich mal wieder Castle Story spiele. Und jetzt ist es soweit, dass ich Castle Story spiele. Yay. Gut, wir sind wieder in unserem Eroberungs-, in unserer Eroberungsmap, die wir damals angefangen haben, aber noch nicht beendet haben. Wie man sehen kann, wir haben noch viel zu tun, bevor wir diese Map geschafft haben. Ja. Also, wir haben bis jetzt gerade mal 4 Punkte. Der Gegner hätte immer noch 5 plus die beiden großen Punkte. Müssen wir dem Gegner alles wegnehmen, damit weniger Gegner spawnen und wir mehr Ruhe haben. Die Punkte einnehmen und verteidigen natürlich. Die meisten Punkte sind bereits ein bisschen befestigt. Also wenigstens die beiden an der Front, der hier und der hier. Während wir uns schön unser Schloss bauen noch. Unsere Burg, meine ich. Oh, da ist ein Loch drin. Na, gucken wir gleich mal, ob wir das schon beim Flicken sind. Ja, sind wir schon. Gut. Dann lassen wir mal unsere Leute fleißig arbeiten. Und mit Lex kämpfen. Hatte ich total vergessen. Hier haben wir bereits einen Steinbruch angefangen. Oh ja, Lex. Oh, wir bauen ja auch Bärenfallen, fällt mir gerade so auf. Da sollte ich lieber zu den Waffen rufen. Oh Gott, das ist sogar ein großer, das ist nicht so schön. Oh, da macht mein einer einen Abflug. Okay, zwei haben einen Abflug gemacht, nicht so gut. Ah, nö. Ah, noch einer den Abflug macht. Okay. Das ist nicht gut. Na, wenigstens ist jetzt der Große weg. Ich habe jetzt jedoch ziemlich viele Leute verloren.
Wobei ich wirklich hoffe, dass die jetzt zügig respawnen. Was hast du mit dem Eisen vor, frage ich mich gerade. Ja, ganz ehrlich, du bist keiner Arbeit zugeordnet. Ganz ehrlich, wollte ich die Falle dahin haben? Ja, kann sein. Die wollte ich aber sicherlich nicht dahin haben. Und die wahrscheinlich auch nicht dahin. Das ist der Tunnel, wo die Leute noch am Arbeiten sind. Gehen wir einfach mal davon aus, dass du richtig, richtig lebensmüde bist. Baueaufträge, wo haben wir hier Baueaufträge, wo die beiden hinrennen? Ganz ehrlich, ich verstehe das gerade nicht. Ich kann mir gerade echt nicht vorstellen, wo die hinwollen. Ja. Da läuft viel. Alter, wo wollt ihr hin? Okay. Ich gebe den Bauauftrag weg und mache einen neuen. Das hat nämlich echt irgendwie keinen Sinn, dass wir da jede Menge Bricktrons. Krepieren. So, das müsste dann so gehören. Dann brauche ich noch Parapets hier und hier. Und halbe Steine hier und hier. So. Jetzt müsste eigentlich demnächst wieder einer respawnen, da ich genug Energie habe für den Spawn. Ja, und meine Fallen sind Futschi.
Genauso wie ziemlich viel meiner Ausrüstung futsch ist. Ich brauche eine frische Magierausrüstung, zwei frische Bogenschützenausrüstungen und ich brauche jede Menge Eisen auf jeden Fall. Für eine Bogenschützen, also für so eine Ausrüstung, bräuchte ich Stoffseil, Zahnräder, Eisenbahn, also jede Menge Eisen eigentlich. Wovon ich aber nichts habe. Ich habe hier hinten einen Haufen Schwefel, weil hier Schwefel und eigentlich auch Eisen abgebaut werden soll. Wie sieht eigentlich der Tunnel hier aus? Oh, da sammelt wieder jemand Gras. Also, wir haben jetzt gerade wirklich keinerlei Verteidigung. Außer den Leuten hier, aber wenn die nächste Angriffswelle kommt, sind wir im Arsch. Du bist ein Eitler, also tu du mal. Wo ist mein Reparaturauftrag denn? Achso, das ist der Bauauftrag. Okay. Böp. So, der Bauauftrag noch nach Maximum. Das heißt, du gehst reparieren. Also ja, ganz ehrlich, vieles wäre an dem Spiel noch verbesserungswürdig. Es ist schade, dass es nicht verbessert wird. Aber wir machen einfach das Beste draus. Interessant. Ich habe zwar eigentlich Eisenlager hier oben, aber der geht lieber zum Hauptlager zurück mit seinem Eisen. Oder er will es gleich in den Ofen packen. Das wäre irgendwie... Übrigens auch noch eine interessante Idee für das Spiel gewesen, anstatt solche Außenlager, wie ich sie hier habe, zu bauen, solche also eine Art Handelsposten zu bauen, wo sagen wir ein Handelsposten 6 Lager hat, also 6 solche Lagerflächen, man dem Handelsposten sagen soll, was er annehmen soll und an welchen anderen Handelsposten er es schicken soll. Das dann eben vielleicht so Victron-Pferde oder sowas in der Richtung losgelatscht werden.
Du stehst auf 0, das ist okay. Wir haben doch da einen Reparieren-Befehl. Kann ich den ja wieder entfernen? Wo ist denn der andere Reparier? Ach, da ist der andere Reparieren-Befehl. Okay, langsam kommt wieder Eisen rein. Aber allein schon für so ein Set brauche ich 5 Eisenbahnen. Das heißt, ich kann jetzt gerade mal eins produzieren. Tja, und ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss, um den Stein da repariert zu kriegen.